Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Ich hoffe, dass die heute noch rauskommt, weil wir haben es jetzt schon. Lasst mich lügen. Um 8. Und ja, gestern kam ja schon kein Minecraft. Es sind mir die Folgen ausgegangen und die neuen, die ich gemacht habe. Habe ich auf falsche Art und Weise angefangen zu rendern. So, dass wir da so ein bisschen, ja, Probleme hatten, also ich vielmehr Probleme hatte, fertig zu rendern, beziehungsweise, ja. So, ich mache jetzt hier quasi schnell die eine Folge fertig und mache den Rest dann in der Nacht. Es ist nicht auch zu schließen, dass hier einiges, ja, wie sagt man dazu, lauter wird, denn immerhin 8 Uhr, die Leute marschieren überall rum, es ist einfach nur herrlich. So, jetzt wollen wir erstmal unser Kaninchen futtern, dann machen wir hier unser komisches Dach erstmal weiter. Los, ich will essen, mach ihn. Ja, mach. Ja, mein. So, jetzt haben wir das auch. Und ich fühle mich hier einfach immer noch nicht sicher. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe hier gerade gar nichts. Wenn es euch genauso geht wie mir, dann ist ja gut. Ist bloß schlecht, wenn der Spieler nichts sieht. Na gut, wir machen unser altes Spiel hier mal schön hin und her laufen. Wir laden das erstmal da in die Kiste. Geht, glaube ich, schneller. Wie war das mit 10, ne? Hä? Ja. So, okay. Da noch einer? Habe ich jetzt nicht gesehen, ob da noch einer ist. Naja. So, natürlich hinten gucken. Und wir machen hier kalt, was wir kalt machen können, solange wir nicht angegriffen werden. Also an Holz zumindest. Machen wir alles kalt. Es muss ja nicht immer die rohe Gewalt gegen andere menschliche oder tierische Wesen sein. Fällst du jetzt? Oder? Ah ja, du fällst. Sehr schön, sehr schön. Achso, ganz weit hinten wieder. Naja, gut. So viele brauchen wir eigentlich auch nicht mehr an Baumstämmen. Aber wir können ja trotzdem sammeln, was wir wollen. Wir sind jetzt quasi fertig und dann noch den einen hier. So einen brauchen wir insgesamt noch zu fertig machen. So, das ist einer. Wo ist der andere? Und da ist er ja. Und noch ein weiterer liegt hier aber nicht rum, oder? Nee. Scheint nicht so. Na gut. Ach, die können wir eigentlich gleich. Hä? Wieso steht hier? Also da 9 von 14 und unten steht nur 5. Den kapiere ich jetzt nicht. So. Ja, wenn wir so weitermachen, haben wir den Teil wieder frei sichtbar für uns. Ne? Nein, nicht doch das Feuer anmachen. So, und jetzt haben wir hier erstmal was so. Dort haben wir ein Loch. Na, das sieht auch doof aus. Jetzt lass mich doch mal da hoch. War hier. Ne, hier kommen wir nicht mal ohne Probleme rüber. Na, das ist ja ein Bullshit. Müssen wir hier springen? Naja, gut. Ist egal. So, fallen wir hier rein. Nö, können wir eigentlich auch ignorieren. Glaube ich.
Gut, dann müssen wir uns hierüber bloß noch irgendwie Gedanken machen, vielleicht. Und mal gucken. Und zwar würde ich sagen, wir gucken einfach mal, ob wir da irgendwas ranklimpern können. Kalimper, Kalimper. So. Oder? Warte mal, warte mal. Warte mal. Kann man. Und zwar, wenn ich das jetzt so haben will, das kann man nicht so wie bei. Das geht absolut nicht. Sonst hätte ich gesagt, machen wir. Geht scheinbar doch. Dann könnten wir ja das eigentlich. Theoretisch müssten wir ja trotzdem noch ans Wasser kommen. Theoretisch. Ach komm. Lass mal einfach. So eine Spielerei. So eine Spielerei machen wir jetzt gar nicht. Wenn wir schon versauen wollen, dann richtig. Deswegen. Jetzt hänge ich hier drin oder was? Das ist ja auch mal toll. So. So, dann wollen wir mal gucken. Halt. Ah, Mann, was ist denn das hier? Na, na. Ich hab doch L gedrückt. Seht das nicht? Aber ich will das ja nicht. Ich meine, darf ich mal gucken, was du hier machst? Hä? Irgendwie läuft das nicht so, wie ich will. Was macht er eigentlich, wenn ich sage, da? Nee. Wo ist denn das, was denn die. Halt. Was passiert, wenn wir sagen C? Dann malt er genau die Stelle aus, die er schon. Also. Der will einen doch denn verarschen, oder? Ja, C, noch weg. Ich würde hier gerne mal einen festen, konstanten Boden irgendwie drin haben wollen. Lalalala. Immer auf die Füße gucken. Was zum Teufel passiert, wenn man nichts. Man kann die Stelle auswählen, aber man kann nichts bauen, oder was? Halt. Das will ja schon mal. Lass mich hoch. Ich meine, im Großen und Ganzen wäre das ja nun nicht schlimm. Nicht runterfallen. Ja, das Ganze sieht einfach nur kacke aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das Problem ist, wir werden da nicht durchkommen, wa? Das hier sieht man auch nichts. Es ist so beschissen mit den Dingern zu bauen. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dann haben wir hier oben so eine kleine Überdachung für Sonnenschutz und dann lassen wir das einfach so. Es hat ja keinen anderen Sinn. Wir haben ja keine großen Möglichkeiten. So, und oben sieht es immer so aus, als wenn die Fliegen her sind. So, was haben wir hier noch? Apropos, was haben wir hier noch? Die müssten wir, glaube ich, wieder auffüllen. So, wir machen hier jetzt erstmal einen auf Axt.
Und dann würde ich sagen, halt, wir haben ja ein bisschen dabei, da können wir ja gleich mal sagen, rein damit. Das war schon, oder was? Ja, hat uns jetzt die Welt gekostet. Aber was soll's. Andernfalls könnten wir auch, warte mal. Was könnten die so allgemein noch brauchen? Also ich meine jetzt auf Vorrat so, ne? Ja, mal gucken. So. Eigentlich könnte man sich alles auf Vorrat besorgen. Also. Meine Meinung. Kommt man hier eigentlich durch? Nee. Das heißt, die Verteidigung da. Ach, die kriegen wir trotzdem noch an. Ja, das ist natürlich praktisch. So, hier ist keiner. Essen haben wir erstmal. Stecker brauchen wir auf jeden Fall. Federn haben wir auch ein bisschen. Wisst ihr was, damit wir mal ein bisschen mehr tragen können hier jetzt gleich. So. Wie viele davon? 41 haben wir vom Stoff. Also maximal 41. Na jetzt sag schon. So, mach mal hier. Wo ist zum. Hallo? Jetzt mach. 41 Pfeile können wir also in Brand stecken. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen was sammeln. So, jetzt machen wir aber erstmal einen auf diesen. So, und dann würde ich sagen, Stecker sammeln. Beziehungsweise auch Bären, wenn wir welche finden, die essbar sind. Irgendwie rattert hier meine Festplatte noch schlimmer als sonst. Eieiei. Nicht gut, nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, warum die rattert. Weil eigentlich haben die keine Ausdauer mehr, toll. Weil eigentlich ist ja auf der Festplatte, während ich mit Full Forest zu tun habe, gar nichts zu tun. Weil Full Forest läuft über RAM-Disk. Das heißt, ich müsste Full Forest von der RAM laden. So, wir können nicht mehr rennen. Ich hoffe, wir sind für einen kurzen Augenblick total ungestört. Lalalala. Bevor uns eine Bank empfehlen wollen sollen. Ich habe das bei anderen gesehen, das kommt immer ganz doof. So. Wir machen uns erstmal hier wieder Luft. Da können wir gleich weiter sammeln. Na komm. So. Lalalala. Machen wir uns gleich mal hier so einen Vorrat fertig. Ja, was heißt Vorrat? Wir haben jetzt 51. Also, gibt es hier nicht. Das wäre geil, ne? Wenn es eine Maschine gibt, da backst du einfach alle rein. Du brauchst für so einen komischen Bogen. Und dann ist schick. Na, jetzt. Okay, das war jetzt der letzte, wir haben keine Federn mehr. Das ist ein tolles Ding. Wir haben nur noch eine Feder. So, Energie. Wir haben auch keine passenden Kräuter mehr. Dann, ach, was soll's hier. Du hast eh Hunger, dann kriegst du halt hier deinen Riegel, kippt hier noch eine Cola hinterher. Hier habe ich gesagt. So. Energy. So, wir machen jetzt hier nochmal die Dinger voll. Die Stickies. Dann gehen wir nochmal ein bisschen
Kisten aufmachen. Vorrats Auffüllung. Na, jetzt mach doch mal irgendwelche Stöcker kaputt. Kann doch nicht so schwer sein. Ja. Es gibt so Zusatzgeräusche, die will man einfach nicht hören. Und dann guckt man sich um und ist total verarscht. Okay, die sind wieder voll. Halt, das sind giftige. Halt, diese giftigen Bären, ja, die können ja mal ganz, ganz weit weggehen. Und mich in Ruhe lassen. Ui, wir springen wieder Steine. Weil wir es können. So. Wir müssen hier mal so ein bisschen trotzdem vorsichtig sein. Ich weiß immer noch nicht, aus welchen Löchern die überall rauskommen können. Das ist so eine ganz komische Sache halt. Mit diesen kleinen Freunden von uns. So. Hey, ich hoffe, dieses Geratter wird nicht mit aufgenommen. Ich hoffe, das Mikro ist weit genug weg. Ich meine, ich habe ja eigentlich ein sehr feines Mikro. Aber ich habe da ja ringsum was rumgebaut. Und das, was ich rumgebaut habe, habe ich wiederum mit. Ja, wie soll ich sagen, damit es nicht doof klingt. mit Taschentüchern ausgestopft. So dass ich quasi jetzt nur ein Mikrofon habe, was von einer Richtung aufnehmen sollte. Und nicht ringsrum, so wie das Mikro eigentlich gedacht war. Hätte sein können, dass wir die noch so mitkriegen irgendwie. So, wir gehen jetzt aber noch schnell darüber. Achso, Handtücher. Die bringen uns ja leider nichts. So. Da können die natürlich wirklich runterkommen, ne? Uns jetzt aber erstmal gar nichts. Wir wollen nur noch mal die restlichen Kisten hier haben. Uiuiui. So. So ist es. Es sieht aus, als wenn die was liegen Wasser. Stimmt, ich vergesse immer, dass wir ja diese. Nein. Ach komm, ist ja jetzt auch egal. Damit können wir ja wohl auch. Was ist denn? Achso, ich dachte gerade, was ist das denn für komisches Vieh? Ob die hier mit so einem Tennisball spielen? So. Eigentlich habe ich ja beide Kisten geöffnet, aber ich sage mal nichts. So, wir haben ja eine tolle Uhr wieder mal gefunden. Was passiert, wenn wir jetzt sagen, wir haben den Ball in der Hand und wir wechseln einfach mal. Was passiert dann mit dem Ball? Er wird einfach abgelegt. Okay, ich dachte, vielleicht kommt der so ins Inventar. So, was ist denn mit euch da los? Nein, warum tut ihr mir das an? Ich war genau an der bösen Quelle hier von den Kannibalen und was hier nicht so alles auftauchen kann. Hallo, jetzt fahr ich runter. Eine doofe Stelle, sagen wir es mal so, wie es ist. Das ist keine gute Federsammelstelle. Naja, gut. Lalala. So, es regnet. Dezente Regentropfen prasseln hinunter.
Aber das ist schon erstaunlich, wa? Ich habe das Gefühl, hier kommen jetzt weniger Kannibalen an den Strand. Und das, obwohl da vorne eigentlich eine Leiche liegt. Die müssten sie ja eigentlich essen, um ihren Ruf gerecht zu werden. Und auch ihren Beruf, den Kannibalismus auszuüben. Ach nee, komm. Die dummen Vögel lassen wir jetzt mal in Ruhe. Die haben in letzter Zeit ziemlich oft gelitten. So, und Steinweitsprung. Ne, klappt nicht. Ist nicht sehr weit. So, wir haben keine Waffe in der Hand und ich hoffe, wir werden hier nicht belagert irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ne. Wow. Ahaha. Nur zur Sicherheit, ne? Wo sind die denn jetzt hin? Das ist komisch. In einem Moment sieht man sie noch ganz deutlich und dann verschwinden sie im anderen Spundrum. So, mal, dass jetzt auch dunkel wird, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir werden trotzdem hier ein bisschen Wache schieben. Hatten wir schon rausgekriegt, ob die hier durchkommen oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Haben wir schon rausgefunden? Ihr müsst auch mit mir reden, verdammt. Wenn ihr nicht mit mir redet, wo ich euch keine Fragen stellen. Und wenn ich euch keine Fragen stelle, dann stelle ich euch keine Fragen. Ah, guck mal, Alter. Ist da an der Ecke noch einer, oder? Nee. Okay. Was machst du? Guck mal, mein Kleiner. Ich bin jetzt ein Spiel. Du kommst jetzt hierher. Komm, ich hab dich getroffen. Erzähl keine Märchen. Keine Angst, mein Freund, ich sehe dich gleich wieder. Muss dann nicht so tun, als könnte ich kein Licht machen. Okay, jetzt ganz schnell mal wechseln. Wo zum Teufel? Jetzt kommt doch endlich mal hier auf die Plattform. Denkt ihr, ich stelle dir auch Spaß hier hin? So, es wird. Sehr nett, danke für den Fall. Also mir persönlich würde es besser gehen, wenn die Typen mal irgendwie dorthin kommen würden, wo Licht kommt. Also ist. Wo Licht kommt. Dieser Satz wird in die Geschichte eingehen. Das ist der Satz der neuen Revolution. So viel steht fest. So. Ich würde sagen, da steht kein Pferd auf dem Flur und auch kein Kannibale, kein Ureinwohner und kein sonst was.
Wobei, was ist denn? Da leuchtet irgendwas. Ich weiß bloß nicht, ob das von irgendeiner Kontur stammt oder. Ich will Licht. Ich will hier Licht. Das gibt's echt nicht. So, ich hab die Schnauze voll. Wir gehen mal hier auf unserem Dach. Ich habe nur gedacht, wenn wir unten stehen, kommen die vielleicht näher. So, hier sehen wir aber auch nicht mehr. Das ist doch echt zum Mäusemelken. War da gerade was? Hallo? Gustav? Detlef? Dieter? Franz? Seid ihr das? Ich glaube nicht. Hallo? Sie sind hier halt alle weg und ich bilde mir nur ein, dass die noch da sind. Oder wie sieht's aus hier? Ich will es aber auch nicht rausfinden. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin kleiner Schisser. Oh yeah, ich laufe hier zur Linken. Ach ne, halt zur Rechten. Ich laufe hier zur anderen Linken, zur Linken. Ich vertausche das jetzt. Warum auch immer. Also, ich laufe hier zur anderen Linken und hier laufe ich jetzt zur Linken. So rum. So, und schon stimmt das alles wieder. Was bist du? Bist du was? Oder bist du Stein? Es war nur ein Stein. Hallo? Ist dein Licht? Oh, das war nur vom Baumstamm. Die helle Seite. Die helle Seite des Lebens vom Baumstamm. Von dem abgeschlagenen Baumstamm. So, ich drehe mich hier mit dem Rücken hin. Habt ihr mich jetzt lieb? Nö. Keiner hier. Und wenn ich mich hier mit dem Rücken hinstelle, lalala, ich weiß von nix. Lalala. Die sind gut im Verstecken, verdammt gut. Als scheinen die zu wissen, wann ich mich umdrehe. Na gut, dann machen wir hier noch so ein kleines Feuerchen an. So. Ist ja nicht so, dass wir das nicht können. Wir machen das jetzt einfach mal. Verarschen. Das kleine bisschen. Warte mal, wir machen mal hier den weg. Entweder ist es jetzt generell gerade in dem Moment heller geworden. Oder das kleine bisschen hatte eben eine echt hohe Wirkung. Muss ich ja schon sagen. Sehr mysteriös. Lalalala. Hallo? Hallo? Oh. Da. Da geht er jetzt ein bisschen weiter weg. Okay, wir haben gar keine Ausdauer mehr, habe ich gerade mal so gemerkt. Das heißt, in dem kurzen Moment ziehen wir uns einen Schokoriegel rein. Kommt hier wieder, bitte. Da steht er noch, oder? Hier ist auch nur ein Baumstamm. Also selbst Baumstämme sind bei mir Kannibalen. Oh, was war das denn für ein schneller Blitz? Alter. Ich habe nur kurz eingeatmet. Beruhig dich. Beruhige dir, du, was auch immer, wer du bist. Ich möchte gerne heute. Bäh. So. Wir warten hier, dass sie wiederkommt, liebe Freunde. Uhu. Komm, ich habe nur einen von beiden eine reingezogen. Der andere kann ja wiederkommen. Ich mache mir meinen Spaß. Ich hoffe, der kostet mich jetzt nichts. So, wir haben hier einen Stein. Und das nächste Mal, wenn so ein Ding... Warte mal. Ich
Gehen wir erstmal ins Haus und machen wir mal kurz Feuer an. So. Na, ihr schlechten Nachbarn. Ihr habt's kalt und ich nicht. Ja, so läuft das. Wenn die jetzt. Das sieht aber auch zu dieser Zeit, sieht das hier gar nicht so schlecht aus. Farblich gestaltet. Zwar ein bisschen dunkel, aber genau das ist ja cool. So. Wenn jetzt hier einer von diesen Typen vor meine Augen kommt, dann klatsche ich ihm den Stein in die Klappe. Also in die Mundöffnung. Und der sollte dann schön nahe stehen, damit ich den auch wirklich hauen kann. Okay. Ist noch vom Ast. Mädels. Kommt da jetzt irgendwo raus und jetzt mach doch mal. Da blinkt irgendwas. Ist das nur ein Stock oder ein Stein? Ich glaube, es ist ein Stock. Alter, ihr wollt einen doch echt verarschen. Ihr blöden Kannibalen. Und wo ist hier das andere Trip? Trupp? Die Ureinwohner? Hehehehe. Ich glaube, die wollen nicht mehr mit mir spielen. Der eine hat gepetzt, dass da eins mit der Axt drüber gekriegt hat. Und der nahm da einen Stock, wo ein Stein dran war und hat mir einen rübergezogen. Was? Ja. Voll krass, scheiße, lass nicht mehr hingehen. Okay. Jetzt mach doch mal hin. Hat gerade irgendwer was gesehen? Nein, ich auch nicht. Dann renn doch einfach in den Wald. Nein, da sehe ich nichts. Und die glaube noch weniger. Oh, ich wollte es gerade wirklich mal machen, aber die auch so ist ja schon wieder runter. Dann leck mich doch. Ich streike. Die Bahn hat's vorgemacht, ich mach's nach. So. Und hier kann es gar nicht reinregen. Da ist Dach. Scheiß Optik. Oh, wieder. Haben die gekriegt. Jetzt haben wir so. Ach, und jetzt wird es da wieder dunkel, ja? Draußen. Nein, ich sag dazu nichts. Ach so, ja, weil es ja reinregnet, haben wir hier natürlich keine Feuermöglichkeiten im Regen. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir entfachen das einfach mal wieder. Wie viele Blätter haben wir eigentlich? 100? Na gut. Wenigstens haben wir es warm. Es regnet uns zwar überall rein und auf dem Kopf und sonst wo, aber wir haben es warm. Das ist ja die Hauptsache. So, jetzt können wir es essen. Und da wollen wir trinken. Warte mal. Kam hier hinten gerade das Blink oder? Scheiße. Die können jetzt tatsächlich auch hier oben drauf laufen. Na gut, dann muss ich halt zur zweiten Heimat umziehen in Zukunft. Also hier oben hin. Ist aber gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir sind im Haus auch nicht mehr sicher. Schade, schade, schade. Das gefällt mir nicht. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn bei mir auf einmal, also hier im Spiel natürlich die Nachbarn, ne? Wenn hier dann auf einmal mitten in der Nacht so 6 Einwohner, männliche Ureinwohner vor der Tür stehen. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus.
doch mit Speed und Ducken und Speed. Was sollen denn hier nun meine Nachbarn denken? Da kommen 6 Ureinwohner hier rein marschiert wahrscheinlich und 2 bis 3 Kannibalen. Alle halb nackt oder nackt. Und dann ziehen sie mir irgendwas über die Rübe oder was? Und die Nachbarn denken, ich habe meinen Spaß. Gut, also auf jeden Fall wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Sie können hier oben raufkommen. Und das heißt, ich hoffe, die kommen nicht durch die Wand. Das heißt, unsere Verteidigungswahl können wir denn anzünden und so weiter und so fort. So, ich weiß gar nicht, was der hier jetzt gerade schon wieder für Faxen macht. Ja, auf jeden Fall, ich beende hier die Folge und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.